Überall Gerenne hier. Schon einiges hier. Super sonnig gerade. Ey, das ist abartig. Hi everyone, ich grüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute sind wir in der Cork City, denn unser Kind möchte gerne ein Bubble Tea und für mich ist das erste Mal. Ich habe das noch nie getrunken und bin sehr gespannt. Wir sind hier gerade im Parkhaus und überall Gerenne hier. So, wir sind hier direkt in der City. Da war eine Mall. Wir laufen jetzt schon die ganze Zeit Slalom, weil so viele Leute sind uns entgegenkommen. Schrecklich, wie viele Leute es hier gibt. Sind wir gar nicht mehr gewöhnt. Was machen wir nicht alles für ein Bubble Tea? War schon cool, so eine große City hier. Ja, schon einiges hier. Ich bin mal gespannt, was wir uns so alles aussuchen. Ich glaube, ich nehme den hier. Schokolade. Welchen nimmst du? Zeig mal. Der. Was ist denn das? Mit Kichererbsen? Nein. Bohnen. Schokos. Mit Soja. Ja. Soja-Cap, Milk, Tee. Ich möchte diesen mit Melone oder Kiwi. Melone. Wassermelone. Aber da steht nichts von. Ich bin ganz, ganz gespannt. Das ist mein erster Bubble Tea. Wie heißen diese? Bubbles. Bubble Tea. Muss irgendwie kauen, die kommen da. Bubble Tea. Was habe ich jetzt nochmal? Die kleinen Bubbles im Tafel. Nein, das ist der Geschmack. Mixed Berries. Was? Mixed Berry. Erdbeer und Blaubeer, Heidelbeer, irgendwas. Also gemischte Beeren. Mhm. Ja, das schmeckt gut. Und unten, weil ihr das sehen könnt, das sind, so diese, sind diese Bubbles, ja. Unser Kind wollte es ja unbedingt mal probieren. Wir sind hier halt in Cork City. Kannst du mal zeigen? Oh, wir machen das Stellen, weil er das Kind drauf gehabt. So, Cork City. Jetzt mal hier aus. Es ist super sonnig gerade. Deine Meinung dazu? Ja. Schmeckt? Ja. Jetzt können wir davon noch auf die Brücke kurz gehen, dann kannst du einmal die Lee zeigen. Ja. Wie heißt der Fluss? Lee. Lee. Wir wollen nachher ja noch zum Dekoladen. Also diese Bubble-Dinger, die musst du so kauen. Das nervt, oder? Nein. Das ist der Clou an dem Ding. Ja. Das nervt. Nein, das ist gut. Ich mag das. Okay. Aber es schmeckt. Wir wollen jetzt zu diesem Dekoladen. Thomas wollte noch so ein kleines Kissen haben für sein Bett. Weil ich ihm das verwaschen habe. Es ist mega aufgegangen und dann kaputt geplatzt beim Trockner. Ja. Also mein Lieblingsdekoladen. Ja, und in der City. Und in der City ist auch mega viel los gerade. Und obwohl das ja in der Woche ist, ne? Was haben wir heute eigentlich? Montag? Ja. Montag haben wir heute. Ja.
Fork City. Wird schneller schon hoch. Oh, schön. Riecht auch direkt nach Wasser, ne? Ist ja blöd. Ich denke, ich bin immer im Meer. Wo sind jetzt die Buckelwale? Ja, weiß ich auch nicht. Hast du sie verkauft? Ja, scheinbar. Eben war noch Sonnenschein, jetzt haben wir wieder Regen. Jetzt müssen wir noch zum Parkhaus laufen. Ja. Und ich hoffe, dass wir einigermaßen trocken ankommen. Ja, wollen wir laufen? Und jetzt wird es wieder doller. Oh nein! Okay, das ist gut. Noch nicht. Nach 400 Metern. Leicht links abbiegen. So, wir sind jetzt fast aus der Stadt Cork raus, ne? Aus, ja, direkt aus City. Ne? Wir sind nur von der Lee, von dem wirklich innersten City, aber es ist noch Vollstadt hier. Vollstadt? Ja. Ja. Da war dieser Bus, ne, wo wir immer reingegangen, mitgefahren sind am Anfang, als wir Angst hatten, hier in Cork mit dem Auto selber zu fahren. Linksverkehr. Angst klingt jetzt aber ganz fies. Ne? Ich habe gesagt, wenn ich die Stadt nicht kenne, dann muss ich mich da nicht unbedingt reinwagen. Wir machen Park and Ride, haben wir da gesagt. Ja, genau. Naja. Wenn man die Stadt... Was macht... Ey, das ist abartig! Hat der jetzt gekackt oder was? Ja, der hat sich nackt gemacht. Ja, nackt, aber hat er... also das war ja Mann oder war das... Dann hat er nicht gepullert, dann hat... Ja. Nein. Er macht groß, sagen wir so. Er macht groß. Ey, das habe ich noch nie gesehen. Auf, mitten hier auf der Hauptstraße. Wer macht denn sowas? Vielleicht war er nicht mehr ganz allein. Das glaube ich schon eher, dass das so ein Obdachloser war, ne? Nicht Obdachloser, sondern ich sage, er war nicht mehr ganz alleine. Besoffen. Ja. Naja, wir fahren jetzt erstmal zu meinem Lieblingsladen, weil der Thomas braucht nämlich ein kleines Kopfkissen. Wie gesagt, das habe ich ja ruiniert, das habe ich ja vorhin schon erzählt, glaube ich. Und ja, jetzt regnet es so dermaßen, also Wahnsinn. Vorhin noch richtig Sonnenschein und dann ein paar Minuten später richtig Regen. Bestes irisches Wetter. Ja, Thomas. Ja. Er liebt so ein Wetter. Total. Naja, auf jeden Fall, ich mag ja dieses Geschäft sehr. Und ich habe euch ja schon mal mitgenommen, deswegen, ich werde diese Kamera jetzt heute nicht mitnehmen. Ich hatte ja damals sogar die Erlaubnis von dem Geschäftsführer. Ja. Naja, gut. Ich möchte da auch so ein bisschen um Ruhe gucken, dann ist mit Filmen auch immer so ein bisschen anstrengend. Ich will für mich. Nicht, ja, und ich will ein Kissen nicht auf meinem Bett haben, nein. Nein, es ist halt nur nervig dann immer mit Filmen, dann gucken die Leute und so im Geschäft, ne. Aber wir gucken mal, wenn wir was Schönes finden, das zeigen wir euch natürlich. Also bis später. Hi. Hi. Dreh dich um. So, das Wetter ist jetzt wieder Sonnenschein. Eben hatten wir richtig Klatschregen. Mussten wir uns lange unterstellen. Wir waren jetzt gerade gewusst in meinen Lieblingsladen dort. Dort? Ja. Und ja, wir haben ein Kissen gekauft für Thomas und... Und eigentlich ein Duftbaum, der nicht mitgekommen ist. Das war von Yankee Candle, so ein Duftding fürs Auto. Und Thomas hatte mir gerade die Information gegeben, die Bubble Tea kostet, also die drei Becher haben gekostet, 19 Euro. Ey, das ist doch krass. Aber der war mega beliebt. Ja, der ist beliebt, deswegen können sie die Preise ja auch so machen. Naja, auf jeden Fall, ich wollte euch jetzt noch mal ganz schnell Tschüss sagen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es ein bisschen kürzer war. Aber die Stadt war so dermaßen voll und es hat so geklatscht, das hätte keinen Sinn gehabt, da weiter rumzulaufen. Naja, auf jeden Fall fahren wir jetzt nach Hause und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss, meine Lieben. Bye.